Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsch-taiwanische Parlamentariergruppe ist seit 5 Tagen nun hier. Am Sonntag sind wir angekommen und haben ein dichtes Programm von Gesprächen gehabt. Wir haben die Frau Präsidentin Tsai getroffen, den Herrn Vizepräsidenten Lai. Wir haben den Vorsitzenden, den Präsidenten des Legislativ-Yuan getroffen. Wir haben Gespräche natürlich gehabt mit Wirtschaftsvertretern aus Deutschland, Firmen, die mit Deutschland Beziehungen haben und hier arbeiten, genauso wie mit kulturellen Einrichtungen, Goethe-Institut, DAAD. Wir hatten Gespräche mit Thinktanks und es war, wie immer, ich bin ja schon einige Jahre, seit 2010 Vorsitzender dieser Parlamentariergruppe. Und wir haben sehr darunter gelitten, dass wir wegen Covid-19 nicht mehr zusammenkommen konnten. Das letzte Mal waren wir 2019 hier und deshalb haben wir schon sehr früh, so ist Demokratie. Und das ist auch vielleicht eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall unserer beiden Länder, über die wir auch sprechen sollten mit anderen und ihnen deutlich machen, wie Demokratie funktioniert. Dieses Land ist rechtsstaatlich, dieses Land ist ein Hort der Freiheit hier in Asien und deshalb komme ich immer wieder gerne hierher. Die Kollegen, die das erste Mal dabei waren, dieses Mal, glaube ich, werden auch gerne wiederkommen, weil es uns wichtig ist, diese Zusammenarbeit mit dem taiwanischen Parlament und den Partnern, die für die gleichen Werte eintreten, miteinander weiterzuentwickeln. Ja, vielen Dank. Ich will mich zunächst auch sehr herzlich bedanken, zunächst beim taiwanischen Volk, aber auch beim Parlament und auch der Regierung für die freundliche Aufnahme und für das wunderbare Programm. Das ist allerdings Normalität in Taiwan. Ich kenne das gar nicht anders. Ich bin zum wiederholten Male hier und bin immer auf eine Gastfreundschaft gestoßen und auf eine offene Debatte, die man so nur in einer Demokratie führen kann. Das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Was wir möchten, ist die Arbeit, die ich in den letzten Jahren begonnen habe, in den letzten 3 Jahren, aber auch die meine Kolleginnen und Kollegen begonnen haben in ihren Fachgebieten, einfach normal weiterführen können. Und wir sind als deutsche Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwas überrascht gewesen, dass uns andere Staaten sagen wollten, wo wir hinreisen sollen. Das werden wir natürlich immer selber entscheiden und der Austausch zwischen zwei Demokratien gehört zu unserer Normalität. Ich freue mich also auf die weitere Zusammenarbeit bei mir, insbesondere im kulturellen Bereich, vielleicht auch zwischen den Museen etwas verstärkt, aber auch im Bereich der Erinnerungskultur und Aufarbeitung. Ich bin Ostdeutsche und habe dieses Thema als Berichterstatterin auch bei mir im Bundestag und in der sozialdemokratischen Fraktion und im Kulturausschuss liegt es. Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit und ich freue mich in den nächsten Jahren darauf, mit Ihnen weiter zusammenzuarbeiten.